Wir sind zurück bei Styx und wir beginnen die Folge selbstverständlich mit einem Ladebildschirm. Formvollendet. Und ich würde behaupten, dass er nicht nur das Spiel, sondern auch das Leben bereichert. Styx, you're next on the list. I'll find Querberus's lab before you do. Das hoffen wir zumindest. Wir müssen nach unten, okay. Hey, was schaust du so? Was ist denn hier Interessantes? Ja genau, dreh dich um. Und bleib gefälligst so, damit ich dich besser töten kann. Die anderen... Soll ich die dabei leben lassen? Ich denke ja. Müssen wir hier rein? Ne, wir müssen anscheinend noch weiter runter, okay. Auch ihr habt alle Glück. Schon sagen, das Level Recycling in dem Spiel ist heftig. Aber es ist ja auch ein... Ich sag mal, ich weiß nicht, ob es ein Indie-Game ist in dem Sinn. Es war halt günstig im Vergleich zu einem Vollpreistitel. Also ich gehe mal schon davon aus, dass das Kapital für das Spiel auch nicht das höchste war. Was? Liebe Wache, du bist übermotiviert. Definitiv. Okay, ich glaube nicht, dass der uns gefährlich werden kann. Hier waren wir mal, da war ja ein Geheimversteck und jetzt ist hier plötzlich eine Tür offen. Wurfmesser sind wir voll. Gibt es hier sonst was für uns? Nuppa. Zu den Schmugglern. I wonder if one day the old fool will find what he's looking for. Apparently, he restarts the same experiment every day. So what? It's good for business. He'll eventually improve his distillation formula. But do you realize? Years doing the same thing every day. It's... And us, well, isn't it what we do? Repeat the same thing every day. Stand guard between four walls, except us, well, we're aware of it. Shit! Es ist nicht dasselbe, was wir alle tun. Jeden Tag dieselbe. Ja, Scheiße möchte ich jetzt nicht nennen, aber aufstehen, zur Arbeit gehen, müde nach Hause kommen und ins Bett fallen. Viele zumindest. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass alle denselben Ablauf haben, aber ich denke, es trifft auf viele zu. Diese Information, warum haben wir die jetzt eigentlich gebraucht? Da oben ist anscheinend jetzt auch ein Schmuggler, oder ist es einer von denen? Oi, Bodwin. You're the one who feeds Querberus. I'll trade you a month of fatigue duty against 1 week of guarding the old man. You're joking. I've never eaten so well since I've been looking after him. Don't be a rat. 1 month of fatigue duty against 1 week, and we share his ration between us. Go die, you piece of shit. Well, well. I better discreetly follow this Bodwin. Well, well. Wir speichern mal wieder. Und wir sollen den Typen folgen. Da oben ist okay. Was? Was?
Ja. Schön, wie das natürlich wieder mal funktioniert hat. Wir sollen dem Typen folgen, aber werden hier schon von einer Wache begrüßt. Na gut, ich glaube, ich weiß, was wir tun. Der geht jetzt genau in den Raum rein, der voller Wachen ist. Na, ganz toll. Die drehen sich hoffentlich eh nicht um. Los, verschwinde, Magier. Sehr gut. Nochmal gespeichert. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Was? Man down! Ernsthaft? Okay, ich hatte schon Angst, dass deswegen jetzt die Mission abbricht, aber wir haben Glück. Es ist immer schön, wenn die Werke eines Künstlers erkannt und geschätzt werden. Wohin geht er eigentlich? Oh, das riecht nach einem Geheimgang hier. Oder? Ah, doch, ja. Da versteckt er sich, der Querberus, der kleine Alchemist. Ne, Architekt ist er ja, nicht Alchemist. Oder eigentlich ist er beides. Wenn er die Tränke zusammenbraut und einen Turm gebaut hat, ist er ein Architekt. Ja, und jetzt? So this is where they're holding Querberus. I got to get him out. Alive. Yes, yes, that's it. As you want. Fucking old fool. Geht er auch wieder weg oder bleibt er jetzt dort stehen? Okay, er dreht sich um. Macht er den Geheimgang wieder zu? Sinnvoll wäre es, wenn man den Geheimgang wieder zumacht, weil sonst wäre der Geheimgang natürlich offen und somit kein Geheimgang mehr. Aber anscheinend macht er nicht zu. Wahrscheinlich wollen sie ein bisschen lüften. Hey, Querberus. Altes Haus. Ich hoffe, er freut sich, uns zu sehen. Ich habe keine Ahnung. Ein Schalter, müssen wir einen von denen drücken? Ne, da oben ist ein Fenster offen, das heißt anscheinend kommen wir jetzt so rein. Aber ich vermute mal, dass die Schalter da hinten, dort im Eck, auch noch eine Bedeutung haben werden. Ich bin jetzt unsicher, ob wir uns einfach hingehen können oder ob wir schleichen müssen. Sehen. Oh, reden. Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you? I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory. Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you, so keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Oh, was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning,
This alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction, even the ugly ones. Oh, great. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh, no. I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning, but I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear, and then we can go someplace safe. Or at least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged, believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Uh-oh. Help! Alert! Oh. Feuer. Feuer wird mich nicht aufhalten können. Den alten Knacker vielleicht doch eher. Darf ich vorstellen? Manfred. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Stress und müssen irgendwie schnell fliehen. Ich möchte mich noch etwas umsehen. Hat er da eigentlich gerade vorhin einen Pilz rausgenommen und gemampft? Ich glaube fast. Gold hat's immer voll, das heißt, ich trinke gleich mal einen. Säure trank eher weniger, aber Gold hat's. Amber. So. Na gut. Na gut, nämlich. Was ist da unten? Da sollten wir ja nicht runter. Das heißt, wir dürfen jetzt einen alten, senilen Typen mit uns mitschleppen. Das kann ja lustig werden. Gibt's hier was für uns? Hier ist ein Schrank. Nehmen A. Ein Emblem. Und ich denke mal, hier muss jetzt unser Klon zum Einsatz kommen. Hey Kerberos, sieh mal, was ich gegessen habe. Ich, mich, mich. Okay, hier können wir die Wand entlang, sobald... Ups. Ich muss aufpassen, dass ich zu keinem Klon-Kotelett werde. Verdammt, schon zu spät. Dann eben das Mittagessen von vorgestern. Ja. So. Okay, die Tür ist offen, das Feuer ist aus, der Klon ist tot. Beschütze Kerberos. Du musst Kerberos um jeden Preis beschützen und zu deinem Versteck bringen. Erkunde die Umgebung und sorge dafür, dass die Luft für ihn rein ist. Geh danach zu ihm und bitte ihn, mit dir mitzukommen. Wenn der Typ jetzt kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat, bleibt er dann auch wirklich hier stehen oder vergisst er, dass er gerade irgendwie in Gefahr ist und marschiert dann einfach, keine Ahnung, spazieren oder so? Ich hoffe ja nicht. Hey, Querbi, bist du öfter hier? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. 80 Meter, okay. Die Schmuggler werden uns immer noch angezeigt. Haben wir noch eine Nebenmission? Ich sollte Kerberos Habseligkeiten finden. Dazu muss er jetzt aber nicht mitkommen, oder? Hoffe ich zumindest.
Wenn ich wüsste, wie er dann entlangläuft. Ich habe keine Ahnung, ob uns dann folgt oder ob er eine vorgegebene Route hat. Aber ich denke mal, die da unten müssen wir so oder so beseitigen, weil... Zumindest den einen, da möchte ich loswerden. So, warten wir nochmal, bis die anderen zwei wieder zurückkommen. Und sobald sie sich umdrehen, weil die sich relativ schnell wieder umdrehen, würde ich den vorne töten, sonst geht sich zeitlich wahrscheinlich eher weniger aus. Ich habe gespeichert, wie man sieht. Los, 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 los. Oh, ich glaube, das geht sich nicht aus. Komm schon, komm schon. Weg. Weg, 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 weg. Okay, das ging sich doch noch aus. Ja, dass ich Kerberos beschützen muss, weiß ich. Die Info könnt ihr eigentlich schon wieder ausblenden. Dankeschön. Die zwei. Ich glaube, der eine hat einen Wurfdolch dabei. Das heißt, wir könnten theoretisch beide bedolchen. Und daraufhin uns dann zumindest wieder ein Messer holen. Ne, warte mal, das ist ein Ritter, den kann man nicht bedolchen. Und das ist ein Magier, den kann man auch nicht bedolchen. Okay, wohl aber übel, muss ich wohl einfach mal schauen, wie Kerberos läuft. Je nachdem, wenn er den Weg nimmt, ist es gut. Wenn er den anderen nimmt, wäre es sinnlos, glaube ich. Oder ist er noch einer? Der schläft einfach vor sich hin und kriegt gar nichts mit. Dumm wie Brot. Oh, der hatte was bei sich. Dumm wie Brot und wir haben unser Brotmesser dabei. Was für ein Zufall. Und die passt da gut da rein, oder? Ich finde das hübsch. Das ist schön. Gemütlich. Also wenn wir ihn ansprechen, dann folgt anscheinend seiner Route. Mal schauen, ob das funktioniert. Hey, Querbi. Ah. Okay, das heißt, wir warten kurz, bis die wieder in die andere Richtung gehen. Also nicht die andere Richtung, sondern die, die sie jetzt gegangen sind, dann nochmal. Jetzt wäre es ein bisschen gewagt, Kerberos loszuschicken. Und jetzt. Lauft, alter Narr, lauf! Eigentlich eh noch flott unterwegs für sein Alter. Ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Aber er wirkt etwas betattert. Gut, dann schauen wir mal da unten, wie es hier aussieht. Die da unten möchte ich... Okay, das heißt... Ah, hier wird wohl immer angezeigt, wohin Kerberos läuft, oder? Das heißt, wenn wir ihn dann weiterschicken, kommt er dahin. Vermute ich zumindest. Versteck ist hier. Und da unten Schmuggler. Ist das ein Magier? Ich glaube fast. Zumindest trägt das Ding einen Helm, das heißt, Wurfmesser ist sinnlos. Typen da unten. Die, glaube ich, werde ich mir als nächstes verknüpfen. Oder ist er noch einer? Mr. Hammerschläger kriegt bestimmt die Attacke dann mit auf den Typen. Der da hinten ist mir relativ egal im Moment. Was? Wer? Hört auf, randommäßig Sätze in den Raum zu brüllen. Das macht mir Angst. Liebe Leute, ich würde sagen, die Stelle hier ist ideal, um eine Aufnahmepause zu machen.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut!